Hi ihr Lieben, ich werde immer wieder gefragt, wie die Ausführung vom Hip hinter mir korrekt geht. Und da sind immer wieder irgendwelche verschiedene Varianten im Umlauf, trotz unserer Schulung. Deshalb jetzt kurzes Q&A, wie funktioniert der Hip? Wenn euch die Inhalte hier auf dem Channel gefallen, abonniert, schenkt mir jetzt vielleicht schon ein Like und jetzt geht's in das Praktische. So, wir befinden uns im Hip. Hier geht es immer wieder in Diskussionen. Was machen wir mit unserem Becken? Arbeite ich hier weg vom Gerät? Arbeite ich auf dem Gerät? Also da gibt es offensichtlich immer wieder mannigfaltige Versionen. Fakt ist, das Gerät haben wir gebaut, dass es uns am Becken unterstützt. Also ja, wir berühren bitte das Gerät. Jetzt kommt das kleine Aber, ein Fehler, der gern gemacht wird, dass die Leute sich hier draufsetzen, so ein bisschen Endpopo, und sich jetzt hier vom Becken her fixieren. Und dann kann ich jetzt hier natürlich nicht in eine Hüftstreckung reinkommen. Wofür das Gerät aber, wie der Name schon sagt, für die Hüfte, es geht hauptsächlich um die Hüftstrecker, um Psoas Major, um Iliacus, also die ganzen hüftbeugenden Muskeln, die hier vorne drin sitzen. Die möchte ich immer wieder lang kriegen, die im Alltag eben typisch kurz werden, wenn ich eben immer sitze und immer die gebeugte Hüfte habe. Wie machen wir das jetzt? Um die Hüfte oder das Becken in eine schöne neutrale Position zu bringen, nehmt ihr die Hände aufs Gerät und schiebt euch die Hüfte erstmal nach vorne. Jetzt geht ihr ans Gerät ran mit der Hilfe eurer Hände, Arme, also nicht frei, das ist nämlich für die meisten Anfänger auch schon ein Ticken überfordernd. Jetzt von hier entweder mit den Armen oder vielleicht so verschränkt im Maximalfall, bewegt euch jetzt von hier nach hinten. Und jetzt kann die Hüfte diese Streckung zulassen. Jetzt bekomme ich die Öffnung hier von den ganzen Muskeln, die ich auch haben möchte. Und jetzt kriege ich die Länge im Bauch, im Becken, im Oberschenkel, alles was ich will. Zur Aktivierung jetzt drückt ihr den Fußrücken im Boden, spannt also die Muskeln an, als wolltet ihr euch abheben, macht es aber nicht und bleibt jetzt hier eure 5-6 Atemzüge 20 Sekunden in der Bewegung drin. Wenn ihr einbeinig arbeitet, genau dasselbe, geht in eine gewisse Hüftstreckung, geht ran ans Gerät und von hier kann ich jetzt super in die Hüftstreckung reinarbeiten und das ist das ganze Geheimnis. Also immer Gesäß ran. Immer euch die Unterstützung vom Gerät holen, aber eben vorher eine gute Position bringen, das Becken, dass auch wirklich die Hüftmuskulatur loslassen kann, dass ihr in die Streckung reinkommt. So, das war's schon. Macht's gut, bis bald. Tschüss.